Heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht-Video. Also ich habe auch Produkte, die ich jetzt in der Zeit aufgebraucht habe. Und falls du wissen möchtest, was da drin ist, das zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Wir haben hier heute einen kleinen Pony-Game. Der will heute einfach nicht so, wie ich das will. Wir müssen da durch jetzt. Er sitzt nicht, ist egal. Wer einen Pony hat, kennt das. Ab und zu ist es so, dass der einfach nie so will, wie er soll. Wir legen gleich los mit einem Produkt, was ich so einfach gar nicht mehr verwende und einfach komplett davon auch abraten möchte. Alterra packt in die Sachen aus der ganzen Produktlinie so viel Alkohol rein. Das ist brutal. Und hier der Hyaluron Booster, den habe ich mit Mühe und Not aufgebraucht, aber nicht fürs Gesicht, sondern Rest vom Körper. Und dann halt wirklich rumgeaßt, auch dass es wirklich schnell leer geht. Da ist so viel Alkohol drin. Ich verwende ja reizfreie Kosmetik jetzt und duftstoffarme Kosmetik. Zum einen sind hier Duftstoffe drin, zum anderen ist hier so viel Alkohol drin. Es gab mal einen Bericht von Marc Jack. Drei Frauen, die haben Naturkosmetikprodukte bekommen, wussten aber nicht was. Und eine hatte Produkte von Alterra. Und es war die Aufgabe, die waren beim Hautarzt, haben ihre Haut abchecken lassen, also vorher und dann eben nachher nach einer bestimmten Zeit. War es eine Woche, war es ein Monat, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte die, die Alterra-Produkte hatte, danach eine trockenere Haut als vorher. Alkohol. Das ist einfach nicht gut. Ich weiß gar nicht, warum Hersteller das immer so vollpacken müssen. Also in der Form gibt es bei mir so oder so nichts mehr zu sehen. Also es ist auch wirklich wichtig, dass ihr als Endverbraucher das einfach auch den Unternehmen zeigt. Erst dann ändern die das. Das ist natürlich jetzt nicht duftstoffarm. Auch die Shea-Variante ist nicht duftstoffarm, aber ich mag sie. Ja, also ich bin so, dass ich am Gesicht super aufpasse. Am Körper ist es mir nicht so wild. Auch da packe ich mir nicht ohne Ende Duftstoffe drauf, das ist klar. Aber die Körperbutter von Alverde, die ist toll. Da dachte ich, ich hätte die mit Shea-Butter erwischt, habe dann die mit Kaffee erwischt. Das war so eine Limited Edition. Also die hat wie ein Milchkaffee gerochen. Ich finde die halt toll, weil man kann die halt super auch zum Handy einreiben verwenden. Und ich muss mir unbedingt mal eine neue kaufen, sobald ich im DM bin. So, als nächstes. Ich habe ja schon gesagt, ich habe eine reizfreie Gesichtspflegeroutine. Werde dir mal ein bisschen was zum Thema unter das i legen. Auch jetzt zum Thema Hyaluron beispielsweise. Hyaluron ist nicht gleich Hyaluron. Deswegen sind manche Produkte auch so übelst günstig. Der Preis macht es aber auch nicht aus. Hier haben wir ein Mandelöl, hat mich 5 Euro gekostet. Wenn ich bei Ecoverde bestelle, dann stelle ich mir das immer mit. Aber es gibt auch Mandelöl in der Apotheke. Das ist vielleicht ein bisschen teurer dann. Ist halt Mandelöl. Da gibt es halt von der Qualität her nichts auszusetzen. Kalt gepresst, vegan. Das ist halt nicht deutsch. Wahrscheinlich ist es deswegen ein bisschen günstiger. Damit reinige ich mein Gesicht. Vorher hatte ich mein Gesicht mit Seife gereinigt. Mache ich jetzt ja auch nicht mehr. Das kommt man nur noch an den Körper ran. Oder ich mache Waschmittel mit der Seife. Würde mir, glaube ich, auch keine Seife mehr nachkaufen, weil es einfach nicht so gut für die Haut ist. Es ist einfach aggressiv für die Haut. Zum Händewaschen ja, aber für den Körper eher nein. Und fürs Gesicht schon gar nicht. Also als ich aufgehört habe, die Seife zu verwenden, meine Haut war wesentlich besser. Es ist tatsächlich so. Stell dir vor, die ist basisch, deine Haut ist aber sauer, was da passiert. Und das ist für die Haut halt einfach Stress. Das ist die Nablus-Seife, die war bis jetzt immer voll in Ordnung. Damit habe ich mein Waschmittel gemacht. Und da brauchst du keinen kompletten Klotz, dazu wird es ein Video geben, versprochen. Und zum waschen habe ich die kleine hier, das war eine Aleppo-Seife mit Rose verwendet. Ist jetzt auch nicht mein Favorit, Rosenduft, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier, verwende ich auch nicht mehr,
Finde ich auch ganz in Ordnung, weil mich diese, also sie haben die Verpackung verändert. Vorher war das ganze Ding in einem Plastiksack drin. Jetzt machen sie das Ganze mit einer Pappverpackung, aber der Schwamm ist eingeschweißt in Plastik. Also da kann man auch noch ein bisschen rangehen sozusagen. Verwende ich jetzt nicht mehr, habe ich aber jahrelang verwendet. Ist gut. Ich liebe es einfach, ja, aber ich brauche es jetzt nicht mehr. Meine Pflegeroutine hat sich geändert und von dem her. Aber wenn du dir überlegst, mal so ein Ding herzutun, ich finde es toll. Also man kann halt gut Produkte auch verteilen. Und anfänglich, ich habe ja jetzt Öl und Cleanser verwende ich ja. Und immer wenn ich den Cleanser verwende, also ganz am Anfang war es so, dass ich dann schon den Schwamm dazu verwendet habe, weil meine Haut das einfach noch nicht so wollte. Also ich brauchte das so ein bisschen zur Umstellung. Jetzt geht's ohne und jetzt verwende ich das Ding so gut wie gar nicht mehr. Dann nochmal so ein altes Produkt, was ich so in der Form auch einfach nicht mehr verwende. Habe ich auch am Körper verwendet, ist das Gesichtswasser von Urtekram. Mir hat mal eine Zuschauerin unter das Video geschrieben, dass Urtekram in China verkauft, was ja bedeuten würde, dass es nicht tierversuchsfrei ist. Kommt für mich eh nicht mehr in Frage, weil das voll gepumpt ist mit Parfüm und Alkohol. Und als ich angefangen habe, das einfach sein zu lassen, gut riechen tut es schon, als ich angefangen habe, das sein zu lassen, war meine Haut so wesentlich besser, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich rate dir wirklich mal das Thema Duftstoffe und Alkohol in deiner Kosmetik näher zu betrachten. Die Hersteller werden erst was verändern, wenn du das Zeichen gibst, ich will das nicht. Das ist einfach so. Da draußen geht es ums Geld verdienen und wenn die Hersteller merken, der Endverbraucher will das nicht mehr, dann wird was geändert. Eine Zeit lang hatte ich echt viele Parfums, also fünf Stück waren es schon, habe es aber wenig verwendet, lustigerweise, und habe dann irgendwann mal angefangen, die Sachen regelmäßiger zu benutzen, weil es mir eben wichtig war, weil verschiedene Noten in den Parfums, will ich immer sagen, einfach nicht mehr gut gerochen haben. Das hat halt lange jetzt durchgehalten, weil ich eben so viel nebenher noch aufzubrauchen hatte. Jetzt ist es aber leer, war eine tolle Sache, würde ich mir aber so nicht mehr nachkaufen, sondern es gibt noch so ein anderes, was ich gut finde. Das ist lustigerweise im Laden, finde ich die immer nicht so gut. Erst wenn der Duft ein bisschen älter ist, riecht er besser, aber er ist halt nicht lang anhaltend. Warum das Parfum ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier ein Augen-Make-up-Entferner. Ich mag es um die Augen rum nicht mit Öl. Mag ich nicht. Also ich mache es manchmal schon, weil ich ja mein Gesicht mit Öl reinige. Und wenn ich dann zufällig geschminkt bin, dann packe ich mir schon über die Augen. Wenn ich gerade zufällig den nicht zur Hand habe. Aber sonst verwende ich halt schon immer den. Und der ist solide, der macht seinen Job gut. Dann habe ich eine Zahncreme, die ich jetzt das zweite Mal nachgekauft habe. Das sagt schon viel aus. Die ist so toll, Leute. Die ist echt toll. Ich mag den Geschmack, ich mag die Konsistenz. Sie schäumt ein bisschen. Und vom Preis her ist sie einfach auch in Ordnung. Um die 2 Euro. Also ich hatte ja eine Zero-Waste-Variante. Die hat mir aber nicht gefallen. Also ich habe die Tabs gehabt. Dann habe ich dieses... nicht Gel, sondern diese Masse gehabt, diese schwarze, fand ich auch nicht toll und bin dann eben wieder zu der zurück und also zu einer normalen zurück. Das ist ja ein relativ neues Produkt, aber ich mag die vom Geschmack, die ist toll. Dann haben wir hier, und die kaufe ich mir eigentlich immer, wenn sie aufgefüllt sind, die Tampons von Einhorn. Die sind jetzt auch nicht mehr im Plastik verpackt. Manchmal, ihr könnt gerne unten mal in die Kommentare schreiben, wenn es anders ist. Ich mag das Produkt, ja, also ich komme mit dem echt gut klar. Es kostet 3,15 € und die lassen sich auch echt gut auspacken. Das ist natürlich auch immer so eine Sache für uns Frauen, wenn man da erstmal den Tampon rausfummeln muss und so, das ist auch nicht so geil. Aber sie machen halt richtig tolle Werbung eben. Die Verpackung spricht einen auch an, was jetzt nicht wesentlich ist, aber schon irgendwie nett, oder?
Dann haben wir hier eine Zahnbürste von Alverde. Da ist der Kopf nicht so toll gewesen. Also schon okay, aber wer darauf achten muss, dass der Kopf nicht allzu groß ist, der wird mit der keinen Spaß haben. Also da ist zum Beispiel Hydrophil schon noch besser. Oder von den vielen anderen Marken, die jetzt im DM angeboten werden, da ist die halt einfach schon so ein bisschen klobig, finde ich. Macht aber trotzdem ihren Job. Ihr wisst ja, in meiner Aufbrauch-Challenge habe ich ein Rosenwasser, ein komplett volles. Und ich dachte bei dem, als ich das leer hatte, yeah, leer, weil das ist eine Sache, die ich mir jetzt nicht mehr holen werde. Die ist rausgestrichen aus meiner Gesichtspflegeroutine. Wie brauche ich das jetzt auf? Indem ich morgens mich dann einnehme mit Rosenwasser, einfach damit es leer geht. Weil es bringt einfach im Endeffekt nichts. Der Glaube versetzt Berge, ganz ehrlich. Und durch das, dass ich ja meine Gesichtspflege komplett umgestellt habe, merke ich jetzt erst, was ich halt vorher falsch gemacht habe, kann man ganz ehrlich sagen. Und Rosenwasser ist einfach nicht gut für die Haut. Basta. Dann haben wir hier ein Produkt, was fast leer ist, also noch nicht ganz leer. Das ist der Haarspray von Balea. Ja, vielleicht wäre mein Pony-Game ein bisschen besser, wenn ich Haarspray drin hätte, aber das verwende ich halt so gut wie gar nicht mehr. Und da ist noch so ein bisschen drin, wollte gestern das verwenden und dann ist mehr halt an der Flasche entlang gelaufen. Und da habe ich mir gedacht, hey komm, weg mit dir. Du stehst schon so lange rum, da rostet schon der Boden. Mit diesem Produkt habe ich ein kleines Drama ausgelöst. Man soll es kaum glauben. Ich habe das ja vorgestellt und mal eine Review gemacht, die nicht so hundertprozentig gut ist. Fakt ist, ich hatte mir damals das versehentlich in der Größe gekauft. Ich bin davon ausgegangen, 20 Euro, normales Serum, 30 Milliliter, ganz normaler Preis. Habe aber dann die 100 Milliliter erwischt. Von den Inhaltsstoffen her, als ich das bestellt habe, war ich noch nicht so scharf auf richtig gute Inhaltsstoffe. Es ist beduftet, es wird mit mehr geworben als drin ist, das muss man an der Stelle sagen. Also Vitamin C ist nicht gleich Vitamin C. Dann Hyaluron ist nicht gleich Hyaluron, dazu habe ich ein Video gemacht. Packe ich dir mal unter das i, guck es am besten mal rein. Und der Hersteller hat zu dem Zeitpunkt, als ich das Produkt bestellt habe, kaum Informationen auf der Homepage gehabt. Die waren nicht da. Jetzt stehen sie da. Was ich für verärgerte E-Mails bekommen habe und Nachrichten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig übel. Wenn man mal einmal nicht der Meinung von der Masse ist, es bringt mir ja auch nichts, meine Zuschauer anzulügen. Am besten selber ausprobieren und sich selber eine Meinung bilden. Aber es sind halt Duftstoffe drin, es ist ein Hyaluron zwar drin, es wird mit Aloe Vera geworben. Ich habe richtig rumgeast mit dem Produkt, damit es leer geht und habe 3 Monate gebraucht ungefähr. Also ich habe morgens und abends angewendet, soll man eigentlich beim Retinol noch nicht mal machen. Das reicht vollkommen abends. Du kannst Retinol morgens anwenden, dann muss aber ein Sonnenschutz drauf. Was ich eh mache, ist ja nicht das Problem. Ob ich mir das so jemals nachkaufen würde? Nee, definitiv nicht. Ist zwar auch Niacinamid drin gewesen, was einen guten Job macht. Das habe ich da in dem Produkt zum ersten Mal gemerkt, das Niacinamid. Aber da würde ich mir eher ein reines Niacinamid kaufen. Also so in der Form gar nicht mehr. Dann haben wir hier jetzt noch einen Concealer. Nein, das ist eine Eyeshadow Base. Würde ich mir die in der Form nachkaufen? Ja, wenn kein Mikroplastik drin ist. Ich habe das nicht mehr gecheckt. Ich glaube, es ist keins drin. Es muss keine Naturkosmetik sein. Es muss halt einen guten Job machen. Also in der Richtung gehe ich jetzt einfach. Und Mikroplastik, achte bitte in deiner Kosmetik, ob Mikroplastik verwendet wird oder nicht. Der Hersteller wird nie was ändern, wenn du immer sagst, ja, passt schon. Du sagst in dem Moment, ja, passt schon, wenn du einfach immer nur kaufst. Also einfach mal Kojak beispielsweise hernehmen und dein Produkt einscannen und schauen, ist Mikroplastik drin oder nicht. Man hat es mit der Zeit so ein bisschen raus. Ja, es ist ein bisschen aufwendig, aber durch das, dass du deinen Stimmzettel dann mit dem Kauf abgibst, merkt der Hersteller, oh, das mag der Endverbraucher nicht und lässt es dann irgendwann weg. Das ist die einzigste Möglichkeit. Da ist jetzt noch ein bisschen was drin, aber der ist schon so alt. Der darf weg.
Und jetzt haben wir hier noch ein Weleda-Produkt. Bei Weleda ist das Problem. Weleda arbeitet sehr, sehr stark mit Duftstoffen. Wer sich mit dem Thema Duftstoffe nicht auskennt, weiß das eben nicht. Und ich habe es auch lange nicht gewusst. Du brauchst in keinem Produkt so viel Duftstoffe. Bloß weil jetzt Rosmarin oder sonstiges in einem Produkt drin ist, muss es nicht so dermaßen krass danach riechen. Klar, man suggeriert dem Endverbraucher natürlich auch was mit dem guten Duft. Und viele meiner Produkte, meine Kosmetikprodukte jetzt riechen halt eben zum Beispiel nach Milchsäure oder so. Aber sie tun was für die Haut. Früher war es bei mir so, dass ich schon Probleme mit der Haut hatte. Meine Haut hat sich geschobt, hat gejuckt. Klingt jetzt dramatischer als es ist. Und für mich war das auch immer nur so im Hintergrund, weil ich das nicht so wirklich wahrgenommen habe. Aber du kannst dir mit Duftstoffen eben eine Allergie anzüchten. Ich habe ein Video zum Thema Duftstoffe gemacht. Guck mal unter dem i. Und Weleda ist für mich eigentlich als Marke, sofern sie nicht aufhören, das alles so stark zu beduften und Alkohol reinzuhauen, keine Marke mehr. Leider. Dann habe ich hier noch zwei ätherische Öle und da muss ich jetzt auch sagen, ätherische Öle gerne zum Trinken oder gerne in die Duftlampe. Das sind jetzt welche, die man nicht verzehren soll, aber nicht aufs Gesicht. Das ist Bergamotte. Bergamotte riecht wie eine harzige Zitrone. Das ist total interessant. Vielleicht wie eine harzige Limette so ein bisschen. Zitrone ist so ein bisschen saurer, harzige Limette. Finde ich ganz toll. Würde ich mir so auch wieder kaufen für die Duftlampe. Ist es einfach toll, weil es dich einfach auch so ein bisschen runterholt, bisschen Depressionen wegnimmt. Deswegen habe ich mir das damals auch geholt, weil es eben positiv auf deine Psyche einwirkt. Hat, glaube ich, 6 Euro gekostet. Terra Oasis ist da einfach richtig toll. Und Demeter-Qualität. Kann man echt nichts sagen. Und das hier habe ich geschenkt bekommen von Terra Oasis. Das ist aus der Baldini-Reihe. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ist viel Glück. Riecht schon gut. Aber in der Duftlampe habe ich das fast nicht wahrgenommen. Es gibt manche Düfte, die nehme ich nicht wahr. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich die Düfte gewöhnt bin. Und das ist eine Mischung, glaube ich, aus. Kann ich jetzt nicht lesen, aber ich glaube, das war Ingwer drin, Zitrone und solche Sachen. Einfach mal dran riechen, ob dir das gefällt. Ansonsten mag ich die Düfte total gerne von Terra Oasis. Das ist auch eine gute Qualität, wieder Demeter-Qualität. Man sieht dieses kleine Orangene. Sieht man es? Nein, man sieht es nicht so wirklich. Doch hier. Guck dir das mal an, es gibt es meistens in den Apotheken, man kann es aber auch bestellen. Jo, das war mein kleines Aufgebraucht-Video. Es wird immer weniger, aber ich habe mir auch gedacht, so nicht mehr so viel zu sammeln und euch dann alles auf einmal zu zeigen, sondern lieber so kleinere Videos zu machen. Und ich sage jetzt danke fürs Einschalten. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!